On est arrivé dans la Zeug House School Tour. Aujourd'hui, on est à Brieg. C'est notre dernière visite guidée dans cette série, donc sur des lieux de création. Et puis, on va aller rejoindre Iris Weder qui nous attend, la directrice. Et toi, tu vas vite aller prendre ta caméra. Merci, Dago. Alors moi, donc, je pose des questions en français. Que tu réponds dans ta langue. Ouais. Et comment tu as atterri à Brieg pour la Zeughauskultur? Ja, für die Ausschreibung von dem Job, wo ich gesehen habe, Zeughauskultur, hat es mir noch gar nichts gesagt. Und dann bin ich da hingefahren, um das Haus anzuschauen für eine Veranstaltung. Und habe gefunden, wow, das ist ja ein fantastisches Instrument, wirklich ein unglaubliches Haus. Das Bistro ist sehr gefragt und wir können alles umstellen. Wir haben jeden Donnerstag eine Open Stage. Hier sind wir im grossen Saal. Was ist combien de place? Jetzt hier haben wir genau 170 oder 74 Plätze. Wir können es aufstocken bis auf 190. Was ich sehr schätze an diesem Raum, es ist alles modulabel. Mhm. Also man kann alles einrichten, man kann alles machen. Konzert, Theater, Tanz. Darf ich da gerade kurz durchgehen bei allen Stuhlreihen? Und das ist sehr gerne auch als Proberaum, sehr gerne genutzt. Und jetzt gehen wir zum kleinen Bischu. Wirklich ein gefederter Tanzboden, mhm, auch vom Licht her. Und es muss eine super Akustik haben, weil wir organisieren hier kleine Kammerkonzerte. Quand même, toute une visite guidée en rapide, express. Il y a de l'accueil, mais aussi de la création. C'est important qu'il y ait des troupes qui répètent ici, mais qui créent aussi ici, dans ce lieu. Ja. Für mich ist es ganz wichtig, weil Kultur ist etwas Lebendiges. Und wenn das nur da Mauern sind, die man einfach zur Verfügung stellt und vermietet, dann ist das schlussendlich ein Dienst an der Privatwirtschaft. Aber es hat für mich nicht viel wirklich mit Kultur zu tun. Es ist auch ganz wichtig, dass man so ein Terrain, so einen Humus schafft, wo etwas entstehen kann und wo auch die Leute, da gibt es einige Leute, die tolle professionelle Ausbildungen haben, dass sie auch wieder zurückgeben können, was sie hier bekommen haben und dass sie hier vor Ort arbeiten können. Weil sonst sind sie überall. In Berlin sind sie und in Hamburg und in Zürich und in Bern, aber nicht hier. Und das ist ein grosser Verlust für so eine Region. Die sind beim Tourismus, ist alles schon verteilt. Qu'est-ce que tu as comme budget pour, pour, la programmation. Pour la programmation et pour le roulement général sur une année? Donc, tout le budget du Zeughaus Kultur, c'est 660 000 francs. Toi, ici, tu es plutôt tournée vers la Suisse alémanique que vers la partie francophone du Valais ou toute la Suisse romande. Ja, es ist eine spezielle géographische Lage, weil es ist ja wirklich die Berge da dazwischen und der Tunnel. Man kommt zwar jetzt sehr schnell hin und her, wenn ich es auch nicht kennt habe, Zeughauskultur kennt man eigentlich noch nicht. Aber ich denke jetzt gerade hier mit dieser Theater-Pro-Produktion, da ist eine Bernerin drin, die doch einen guten Namen hat. Und sie wird jetzt uns auch Leute bringen, die ihr Stück oder die Arbeit werden hier schauen. Après ça, ça joue surtout un peu près autour de la Badewanne. Bon. De nouveau? La baignoire. Ok, baignoire. Très bien. Bon, donc... Je suis prête. Il y a les... Peux-tu répéter combien de semaines ici à la Zeughauskultur? Sachswoche. Et si tu n'avais pas pu venir ici, est-ce que tu aurais un autre endroit où aller? Nein, also ich muss wirklich sagen, die Produktion Luftschwimmen wäre so überhaupt nicht stand gekommen, wenn wir nicht da ein Zuhause im Zeughaus gefunden hätten, wenn Iris nicht von Anfang an ja, uns sehr, sehr unterstützt hat, nicht nur indem sie uns die Koproduktion angeboten hat, sondern auch Raum zur Verfügung gestellt hat und wirklich den Aufbau der Produktion von Anfang an
begleitet hat. Ouais. Pour la production. Exactement. Ah, j'ai compris. Yes! There was a man that was lonely in the woods. The man was big and strong, but lonely in the woods. The day was gone. Ouais, c'est la fin de cette série autour des lieux de création. C'était notre dernière visite ici à Brigue. Et puis nous, on va juste continuer notre route, quoi. Hein? Allez, salut. À bientôt, Bisbald.